jetzt geht es weiter in den Hinterbereich unseres Schloss Neuschwanstein. Ihr seht, ich habe schon wieder was vorbereitet, damit wir auch nicht zu lange rumölen. Das bedeutet jetzt erstmal, auf diese Seite, diese Steinreihe wird komplett weggeschlagen. Wundert euch nicht, wir wollen es ja perfekt haben. Das heißt, ich baue das ja erstmal ein bisschen vor. Und wenn dann nochmal sowas ist wie jetzt hier, das ist ja nur so eine Kleinigkeit, die kann man eben wegschlagen. Das heißt, diese Wand wird einmal weggeschlagen. Zeig das eben noch kurz, bevor ich gleich hier einen Schnitt reinmache. Die Wand wird weggeschlagen und dann wird die Mauer folgendermaßen hier hinter gebaut. Also wir hatten das ja vorher jetzt hier so bündig. Die wird jetzt hier hinter gebaut. Zack. Ihr macht jetzt erstmal eine Reihe noch mehr dahinter. Und dann wird das dann von da aus rumgebaut, ausgebaut, dass wir jetzt hier so eine Kerbe entsteht. Ihr macht das nochmal, damit man sowas so sieht. Dann versteht man das auch besser. Das kommt weg. Und das wird dann um eins verlängert. So. So. Dann haben wir das hier. Wie ihr seht, ist das jetzt einfach nach hinten gerutscht, dass wir jetzt hier den Pfeiler sehen und diesen Pfeiler sehen. Und dann müsst ihr natürlich auch, wenn ihr die Wand gebaut habt, müssen wir dann einmal unser Dach um eins verlängern. Zack. Zack. Das macht ihr jetzt erstmal und dann bis gleich. So, dann haben wir das jetzt um eins nach hinten gezogen. So sieht das dann aus, wenn wir das alles verbunden haben. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen jetzt einmal hier unsere Sandsteintreppe. Machen dort in diese Richtung eine halbe hin. Dann machen wir einen ganzen dahin. Und dann geht das wieder so weiter, dass wir jetzt hier eine Treppe nach da. Treppe nach da. Einen ganzen. Treppe nach hier. Treppe nach dort. Einen ganzen und immer so weiter. Da. Dort. Einen ganzen. Hier. Dort. Ein ganzer. Und immer so weiter. So, dann haben wir das gebaut und dann sieht das so aus und dann müssen wir einfach nur... Ich sag öfter schon, dann sieht das so aus, ne? Das muss ich mir mal abgewöhnen, ey. Das ist schon lästig. So, dann nehmen wir jetzt einmal hier unsere Quarzstufe. Und die kommt dann natürlich da, wo der Ganze ist, wieder dahin. Dass wir wieder schön unser Muster da haben. Zack. So. Dann sieht das dementsprechend so aus. So. Das sieht schon ein bisschen interessanter aus. Wie ich schon sagte, ab und zu müssten wir was wegschlagen, damit wir es hier, so wie hier jetzt, ein bisschen perfekter reinkriegen. Das habe ich auf der anderen Seite auch schon gemacht. Und so ist es im Original auch so ein bisschen. Ne? Ich versuche ja, sobald wie es geht, original zu bauen. Aber wenn es nicht geht, geht es nicht. Ne? Aber das, was wir kriegen, das machen wir. So, wir machen jetzt, nehmen wir unseren glatten Sandstein. Dann haben wir jetzt hier das Dach. Gehen jetzt hier lang. Eins, zwei. Und schlagen das hier weg. Komplett. Zack. Und das auch wieder bis oben hin. So. Wird das wieder rausgeschnippelt. Jetzt muss ich auf der Seite mal gucken, habe ich ein bisschen in die Ecke gemacht, ne? Genau, ein bisschen in die Ecke. Also wird das wieder rausgeschnippelt. So. Und dann müssen wir hinter einmal den hier langziehen. Das und dann hier, genau wie die andere Mauer, einmal komplett wieder hochziehen. Wenn wir auf der anderen Seite eben gehen, damit wir uns hier jetzt nicht hier... Einmal hier den noch hoch. Zack. Und dann hier einmal komplett die ganze Wand einmal nach oben. So, dann haben wir das so gebaut. Jetzt nehmen wir einmal hier unsere Sandtreppe und machen einmal hier in diese Richtung, einmal in diese Richtung. Fangen wir an, dass es so aussieht. Dann einen ganzen und dann wieder immer so weiter. Stufe, Stufe, ganzen, Stufe, Stufe. Dann die andere normale Stufe. Und dann haben wir hier auch wieder das Muster drin. Auf der Seite auch. Und dann sieht es perfekt auf. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich hier gemacht habe. Eins, zwei, alles klar. So, jetzt gehen wir hier in die Ecke. Was ist zwei? Ja, genau. Die Reihe lassen wir frei. Wir gehen hier hin, wie ich schon sagte, 1, 2 und dann machen wir ein Dreierfenster hin.
Das wieder geht 5 hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal rausschlagen. So. 5 hoch, 3 breit. So. Auf der Seite das gleiche machen. 1, 2, 3, 4, 5. Dreier. Und hier raus. Dann haben wir das. Dann gehen wir jetzt hier ein tiefer. Hier seht ihr die Fenster, die wir hier gebaut haben. Dann übernehmen wir das. Ihr geht jetzt hier hin, da wo das Fenster ist, geht ihr hier so entlang. Und dann müssen wir aber genauso hoch sein. Das heißt, jetzt müssen wir gucken, wo dieses Fenster ist. Gehen hier runter. Ich mach das mal zu, damit man es versteht. Wir gehen einmal da, wo das Fenster ist, das Glas in diese Richtung. Schlagen jetzt einfach hier was raus. Dann gucken wir hier, wo das Fenster ist. Das ist hier. Dann gehen wir runter. Da ist das die Öffnung. Das heißt, das hier kann wieder zu. Und dann 1, 2, 3. So, dann sieht das gegenüberliegend passend. Und dann auch 5 hoch. 1, 2, 3, 4, 5. So. Haben wir das Fenster. Auf der anderen Seite das gleiche. Wieder. Hier ist das Fenster. Gehen wir hier entlang. Haben wir hier rausgeschlagen. Dann ist es hier. Gehen wir hier runter. Passt. Dreier ist es insgesamt. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Und dann haben wir hier das nächste Fenster. So. Dann gehen wir hier, wo unser Tor ist. Hier ist die Mitte. Hier ist die Mitte. Und dann, warte mal, das kann ich auch hier schon abzählen. So, hier ist die Mitte vom Weißen. 1, 2, 3 und ab dem vierten macht dann Dreier hier hin. Dann einen Stein dort lassen, dann wieder 3 Stück. Und das auf der anderen Seite das gleiche. Stein und 3 Stück. So, dass wir auch hier sagen können, hier ist die Öffnung. Passt gegenüber dieser Öffnung. Und wenn ihr hier so lang geht, ist diese Öffnung. Ist diese Öffnung. Das für ein Deutsch, ich wieder drauf habe, ne? Perfekt. Dann 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Und das wird dann auch rausgeschlagen. Aber das in der Mitte, was wir gemacht, da gelassen haben, das bleibt. Da kommen Pfeiler hin. So, einmal hier. Einmal dort. Fertig. Fenster. Fenster. Dann gehen wir jetzt hier in diese Ecke. Patsch. Dort nehmen wir einmal hier unseren Sandstein. Lassen diese zwei dort. Und dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Steine nach oben. Dann gehen wir jetzt hier gegenüber. In mittigen Fenstern. In mittige Fenster. Und schlagen da jetzt, warte, das muss die Höhe sein. Fensterhöhe. So, jetzt gucken wir erstmal, wo die Mitte ist. Also ich mache das erstmal hier zu, sonst weiß man ja gar nicht, was ich will. So, okay. Einmal zumachen. So, das heißt jetzt, hier ist das Fenster. Wir gehen jetzt hier runter, da ist die Mitte vom Fenster, hier ist der Pfeiler. Gehen wir runter, schlagen jetzt einmal was raus. Das ist die Höhe vom Fenster, also die Endhöhe. Gehen wir hier entlang, wissen auch, okay, hier ist die Endhöhe. Dann kann das hier wieder zu. Also passt das gegenüber von dem. Und der geht dann 1, 2, 3, 4, 5. Und natürlich auch wieder 3 breit. Dort, da, rausschlagen. Zack, fertig. So, dann auf der anderen Seite macht er das gleiche auch. Das heißt jetzt, hier haben wir hier eine Höhe wieder. 2 Stück machen wir hier auch. 1, 2, rausschlagen. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Jetzt müssen wir nur gucken, ob das hier auch passt. Wir gehen jetzt hier runter. Passt. 5er. Fertig. Dann hier auf diese Seite. Da müssen wir... Ah, kommt noch ein Fenster hin. Hier. Genau, da. Kommt noch ein Fenster hin. So. Da übernehmen wir erstmal die Höhe hier. Wir gehen jetzt einmal von da aus. 2 Stück haben wir hier gemacht. Gehen jetzt hier hin. 1, 2. Wird rausgeschlagen. So, hier ist die Mitte vom Fenster, das heißt jetzt können wir hier runter gehen bis dort. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Das kann zu. 3 breit. Fertig. So, das gleiche hier auch. Die Höhe haben wir ja jetzt hier. 2 Stück sind das ja. Hier ist die Mitte vom Fenster. Den Zweier. Und dann 1, 2, 3, 4, 5.
einmal die Seite, einmal die Seite. Und dann haben wir alle Fenster, die hier reinkommen, erstmal provisorisch reingebaut. So, jetzt werden wir die Fenster hier ein bisschen schmücken, indem wir diese Fenster, erstmal die Außenfenster und die Außenfenster, hier werden wir nochmal um einen Stein erhöhen. Einen Stein erhöhen, eine Reihe, und hier natürlich ausschlagen. Das machen wir hier auch eben, weil das war ein bisschen kurz. Zack. Und hier, wir brauchen ein bisschen mehr Platz. So, das heißt jetzt, wir nehmen jetzt einmal hier unseren Quarztreppe, machen die einmal hier, einmal dort. Und dann sieht das so aus. So, dann fangen wir jetzt an. Wie ich schon sagte, jetzt haben wir das Fenster gemacht. Da, dort. Dann ist hier das gleiche. Einmal hier das Fenster. Da eine Stufe hin. Dort eine Stufe hin. Da auch wieder. Hier eine Stufe. Dort eine Stufe. Und dann natürlich dahinter wieder Glas. Das heißt, ihr macht ja einfach einen Stein hier hin. So in diese Richtung. Zack. Und dann einmal hier Glas. Und dann hier einmal zubauen. Einmal nur gerade hoch. Dann ist das Fenster fertig. Ich würde dann den Rahmen noch machen, damit das von der Seite noch ein bisschen mehr hervorhebt. Hier einmal so den Rahmen machen. So. Zack. Und dann, ja, haben wir das erstmal. Haben wir hier lang gehen. Und dann sieht das so aus. So. Dann haben wir das Fenster, das Fenster, das Fenster, das Fenster. Jetzt machen wir die Fenster. Und die unteren Fenster kommen außen vor. Das heißt, jetzt hier außen machen wir einmal hier unseren geschnittenen Sandstein. Komplett einmal hier, bis hier das Ende ist. Hier, ne? Einmal hier so einen Strich, da einen Strich. Da habe ich schon wieder vorgebaut. Das durfte ich nicht. Einmal kurz wieder weg. Weil da kommt noch eine Stufe. Eine Fensterbank. So, jetzt einmal hier was Weiß wieder nehmen. Ach, komm. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Hier habe ich einen zu hoch gebaut. So, jetzt passt es wieder. Okay, wir nehmen jetzt unseren glatten Sandstein. Ziehen ihn einmal hier lang, einmal dort lang. Genauso wie so, so lang oder so hoch das Fenster auch ist. So. Und dann wieder den Sandstein in diese Richtung. Die Sandsteintreppe. So. Dann die Treppe einmal so, dort, da, hier, dann einmal 1, 2, 3, dann wieder in Ecke, dass das wieder so eine Kurve macht, und dann haben wir das Fenster hier auch fertig. Dann natürlich hier hinter komplett einmal Glas, so und so, wieder hier lang, einmal Cookie Cookie, dann sieht das so aus. Und dann nehmen wir einmal eine glatte Sandsteinstufe und die kommt hier oben drauf. Zack. Dann sieht das so aus. Und so baut ihr jetzt das Fenster und diese Fenster. Außer diese Tür hier. Da machen wir auch das gleiche System. Einmal hier. Einmal dort. Da. Dort. Hier oben. Ach so, Dreier. So. Okay. So, dann machen wir nochmal eine Stufe hier hin. Das heißt, jetzt hier den freilassen und Stufe hier hin. Da eine Stufe hin. Und dann machen wir hier noch eine halbe hin. Dann ist das so abgetrennt. So, dann baut ihr hier diese Fenster erstmal so. Und hier oben machen wir auch direkt einmal so entlang. Also, wir müssen einen glatten Sandstein nehmen. Entschuldigung. Diesen gemeißelten, geschnittenen. So. Einmal außen. Dann nehmen wir einmal hier unseren Sandsteinmauer. Ach, die habt ihr gar nicht, ne? Das ist, na. Was soll ich machen, ne? Einmal die Mauer hier hin. Dann nimmt ihr was anderes. Dann nimmt ihr das Graue, ne? Das ist dann Peng. Das ist natürlich auch bescheuert gemacht, ne? Dann müsst ihr halt das, ja, ihr seht ja, ich habe Sachen, die ihr gar nicht habt. Und das werden dann immer mehr. Und dann kann ich auch irgendwann nicht mehr sehen, was war damals, was war heute, was gibt es überhaupt noch. Dann weiß ich das auch nicht mehr. Da kommt bestimmt noch Weiß dazu. Also nimmt dann einfach hier diese Bruchsteinmauer. Und dann sieht das auch gut aus. So, dann werden wir hier einmal wieder, müssen wir wieder in diese Richtung gehen. Dann in diese Richtung.
Ah, komm. So rum. Und dann hier muss ein ganzer hin. Da muss ein ganzer hin. Und dann machen wir mit der Stufe wieder so rum. Einmal wieder so rum. Was habe ich denn jetzt hier gebaut? Warte mal. Bin völlig banani geworden jetzt. Die Richtung. So, dass es so aussieht. Okay. Die Richtung. Und die Richtung. Dann einmal in die Richtung. Und da muss ich einmal noch in die Richtung. So, dann haben wir es jetzt. Dann hier gerade. Dreier. 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 Dann die Kurven reinmachen. Zack. Hier auch. Dort. Und da. So. Dann müssen wir das hier oben wieder wegmachen. Weil das Fenster muss ja dementsprechend groß sein. Zack. So, fertig. Jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen jetzt einmal hier unseren Dorit-Treppe. Ziehen die jetzt hier lang. Wie ich schon sagte, da nehmt ihr eine andere Treppe halt. Ne? Ihr müsst ja nicht jetzt Dorit nehmen, weil wenn ihr das nicht habt, habt... So, einmal hier. Warte mal. Jetzt mal hier so entlang. Genau so. Mal kurz die verbessern. Ich bin voll durcheinander gekommen jetzt. So, genau. So, mal Kurve gehen. Dann gehen wir hier so entlang. Jetzt müssen wir noch hier oben das hier noch ein bisschen ausbauen. Das heißt jetzt, das machen wir eben kurz hier nochmal weg. Dann nehmen wir unseren Steinmauern, ziehen jetzt hier komplett den Stein raus, machen hier einen, sagen wir mal, glatten hin. Dann kommt die Steinmauer dahin, in diese Kerbe. So, zack. Und hier auch das gleiche. Und dann machen wir komplett einmal hier einen Sandstein rein. So. Da, wo das weiß ist, machen wir jetzt Sandstein. So, und dann ist hier natürlich wieder einmal der Pfeiler. So, und dann nehmen wir einmal hier unseren weißen Block, Quarzblock. Und der wird dann hier weiß gemacht. Und das ist dann auch die Höhe. Dann gehen wir hier entlang. Da, wo das Fenster ist, geht es dann runter. Hier auch, bis zum Fenster. Zack. Dann hier runter. Und das wird dann alles weiß gemacht. So. Und hier auch. So. Tata. So, jetzt müssen wir einmal hier unseren Doritstein, einmal, was nehmen wir jetzt? Doritstufe und den Stein selber. Das heißt jetzt, hier natürlich anderen Stein. Hier ist der Dorit. Was ist der Unterschied? Das ist Dorit-Treppe, Dorit, okay. Und dann müssen wir die Stufe davon haben. Das ist die Doritstufe, polierte, und dann brauchen wir die normale, die ist hier. So, einmal die ganze hier hin. Da natürlich die halbe. So, dass es so aussieht. Hier auch einmal komplett verbinden. Hier um die Kurve passt. Dann einen ganzen. Zack. Und dann die halbe hier drüber. Zack. So. Jetzt habe ich gesehen, wir müssen noch ein bisschen höher. Das heißt, jetzt hier müssen wir noch einmal. Wir nehmen jetzt einmal hier unsere Stufe. Wo ist die Stufe? Da ist die Stufe. Wir nehmen jetzt... Ja, ich nehme jetzt Steinstufe. Das habt ihr nicht, ne? Ihr habt glatte Steinstufen. Wir machen glatte Steinstufen. Also ich einigermaßen noch weiß. Bombe. Ja gut, ich habe die anderen Stufen dahin. Ihr nehmt glatte Sandstufen, ich nehme Stein. So. So, dann machen wir den Stein einmal hier entlang. Zack. Und hier. Da machen wir einen halben hin. Da... Dann brauchen wir den glatten oder hier einen halben hin. So. Dort. Dann haben wir hier abgegrenzt. So, dann machen wir es anders. Hier müssen wir den, ziehen wir jetzt durch. Den dunklen Stein. Das hier kommt eben kurz nochmal weg. Das wird noch verlängert. Das heißt, der muss sich dann hier treffen. Warte mal, das mache ich hier nochmal weg. So, und dann muss der Doritstein oder der andere Stein, den ihr nimmt, der muss dann hier drauf
zugehen. Das heißt jetzt, das muss nochmal weg. Und dann müssen wir jetzt genau da, wo die Stufe ist, da einmal hier den halben wieder hin. So, dahin. Und dann hier den ganzen wieder. Patsch. Hier wieder die Treppe. So, dann haben wir das so. Und dann ist das genau da drunter. Das heißt, jetzt hier müssen wir wieder Dorit hinmachen, weil ich glaube, das geht nicht. So einen halben Dorit-Dingens kriegen wir, glaube ich, nicht da drunter. Die treffen untereinander, kann man nicht verschiedene Dings nehmen, ne? Stufen. Einmal hier Dorit-Stufe. Und die hier drunter. Ne, das geht nicht. Das trifft man nicht. So, das heißt jetzt, wir lassen die Ecke da. Dann machen wir hier die Stufe hin. Zack. Dann haben wir halt so eine kleine Lücke. Und dann machen wir hier auch okay, wieder weiß. So. Und dann sieht das so aus. So, dann baue ich die anderen Fenster erstmal rein und dann sehen wir uns dann wieder.